Hallo und willkommen zum nächsten Part von Anno 1800. Ja, wir hatten hier gerade eine kurze Epidemie, aber dank 8 Krankenschwestern, wie man hier sieht, wir sind ernsthaft 8 Krankenschwestern gleichzeitig ausgerückt, um alle 8 Häuser gleichzeitig zu versorgen. Ist das nicht geil? Jetzt haben wir alle 8 Kranken, jetzt haben wir alle 8 Leute gleichzeitig versorgt und jetzt ist die Epidemie weg. So schnell kann man eine Epidemie heilen, wenn man nur genug Krankenschwestern hat. Da kommt hier die letzte Krankenschwester wieder zurück ins Krankenhaus. Und hier kommen alle 4 gerade zurück. Die sind hier gerade noch allesamt unterwegs. Da ist die erste wieder da, die zweite ist wieder da. Die dritte. Und die vierte kommt jetzt auch gerade noch an. Fährt hier gerade in der Schule vorbei und ist dann auch gleich da. Ja, das ging schnell, würde ich sagen. Einmal kurz, da ich hier eine Zufriedenheit von 31 habe, einmal kurz 8 Leute auf die 8 Gebäude geschickt und dann alle geheilt. Schön, nicht wahr? So, wir haben immer noch ein Plus von 200. Weil wir hier 4 Handwerker noch zusätzlich. Das ist schön. 4 Handwerker, die noch zusätzlich Bier saufen und uns 33 Münzen geben können. 33 Münzen. Yay. Cool. So. Währenddessen haben wir jetzt 2 Fleischkonserven. Yay. Ganz neu bei mir. Dass ich mal Fleischkonserven hier habe. Dann können wir hier jetzt verkaufen bis 50. Beziehungsweise bis 55, damit wir hier nämlich noch immer was mit auf Expedition nehmen können. Hier verkaufen wir bis 5. Hier ebenfalls. Und hier machen wir ein und Verkauf, Lagerstand halten bei so 80, würde ich sagen. Dann kaufen wir hier mal eine große Menge gerade ein. Genau, sehr gut. Das wird alles verkauft. So, das hier wird auch einmal bitte kurz verkauft bis 100. Also bis 105, damit ich hier, wie gesagt, 2 auf Expeditionen mitnehmen kann. Die Sache hier wird einmal bis 5 verkauft. Die brauche ich eigentlich nie auf Expeditionen. Genau, Quarzsand braucht man auch nicht. So, danke sehr. Nehmen wir das auch. Hiervon brauche ich eigentlich auch nicht mehr als 80 im Lager zu haben. So, wir kaufen bei 80 bitte. Sehr gut, so. Na, wir so viele gleichzeitig. Oh na, da könnten wir noch ein bisschen was nachladen. Ich war auch hier ordentlich, könnten wir da noch nachladen. So, im letzten Part haben wir ja 100.000 Münzen gleichzeitig ausgegeben. Das war lustig. Sind wir schon wieder ein Minus von 14. Schlimm, ey. Auch mit den Fleischkonserven und einem komplett runtergefahrenen Industriekomplex, also Eisen-Stahl-Komplex. Das ist ja das relativ Beunruhigende daran. So, jetzt haben wir plus 10. Danke sehr. Wie viel Minus hätten wir, wenn wir den gesamten Industriekomplex wieder hochfahren? Minus 435, das ist doch schön. Und noch ein bisschen mehr. Ihre Stadt ist attraktiver geworden. Und meine Stadt wird attraktiver. 109 haben wir. Nett. Sprich, wir sollten den Stahl vielleicht woanders produzieren und ihn dann hierhin importieren, nicht wahr? Auf die Insel. Das macht aber irgendwie, ist aber äußerst unschön.
Vor allem, weil wir hier für Arbeiter komplett durchgängig brauchen. Das sind alles Arbeiterjobs. Und deshalb ist das äußerst unschön, das woanders zu produzieren. Da kommst du da raus. Interessant. So, was haben wir hier los jetzt? Ach, noch ein Eisen und noch eine Kohlemine. Hey, 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 hier haben wir erstmal alle Minen, die wir so haben, angezapft, nicht wahr? Und da, boah, 350 Kohle. Hm, nett. Und 346 Eisen. Das heißt, du kannst auch erstmal pausieren. Brauch ich auch erstmal nicht. 346 Eisen, das ist viel. Das mal so auszudrücken, das ist viel. So. Zu viele Transporter, Loading Delayed. Wir haben kein Geld. Cool, das heißt, wir brauchen ein paar Quests. Yay. Wir lieben noch alle Quests. Wir haben ja zum Glück drei Schiffe rumstehen. Ah, das ist immer schön. Ein Wurfgeschoss aus dem Hinterhalt. Diese auf keiner Karte bezeichnete Region des Großen Walds ist die Heimat eines eingeborenen Volkes, das unter allen Umständen verhindern will, dass feindselige Eindringlinge ihr Gebiet betreten. Plötzlich greift der Mann an sich, sich an die Schulter, in der auf einmal ein gefiederter Pfeil steckt, der wie aus dem Nichts kam. Möchten Sie sich verstecken, kämpfen oder falls alle Strecke reisen, fliehen? Wir suchen mal Deckung, würde ich sagen. 10 ist zwar nicht sehr gut, aber 20 ist immer noch besser. Der Feuerregen hört auf. Jetzt hätten wir die Heilkunst gebraucht. Schade. Der Feuerregen hört auf, als sich ihr Trupp schnell und geschickt zerstreut. Wobei sich jeder ein eigenes Versteck sucht. Vielleicht haben die Angreifer die aus Respekt zurückgezogen, oder weil sie glauben, dass sie schon genug Schaden angerichtet haben? Die Getroffenen beginnen schwer zu keuchen und brechen schließlich zusammen, da die Pfeilspitzen in Gift getränkt sind. Kenntnisse lokaler Bräuche könnte ein Vorüber. Ist einigermaßen auf die vorherige Reise verwaltet, dann machen wir das doch mal. Naja, das singt schon mal nicht sehr schön. Und den Einheimischen ist jetzt Kurare bekannt. Berichte aus der Region, das letzte Mal habe ich nämlich, glaube ich, das andere gemacht. Berichte aus der Region bezeichnen es häufig als tödliches Gift für Speerspitzen oder in diesem Fall für Blasrohrpfeile. Yay, Blasrohrpfeile. In Zoos finden die ja Verwendung. Auch eine Behandlung wird erwähnt. Eine Art Mund-zu-Mund-Beatmung, bei der der Lebensretter dem Patienten als eiserne Lunge dient. Keiner verspürt kindliche Peinlichkeit und es finden sich mehr als genug Freiwillige, die ihre Kameraden retten wollen. Die Opfer des Gifts sind gerettet, und alle gehen aus diesen größtenteils dunklen Stunden mit einem neuen Gemeinschaftsgefühl hervor. Heilige. Okay. Yay, Moral der Mannschaft heben. So, 66. Quest Time. Was für ein Auftrag? Erklären Sie sich. Jeder will mit mir arbeiten, aber ich habe keine Verwendung derzeit. Gut, ich bin nutzlos, das weiß ich schon. Geben Sie mir etwas Zeit, ja? Es ist mir schon mehr als bekannt, dass ich nutzlos bin. Eile mit Weile. So. Ich hoffe, du findest woanders Arbeit. Ernsthaft? Niemand will mir eine Aufgabe geben? Sie haben völlig recht. Meine Lieben sind gesund. Nicht erhöht, das lassen wir mal lieber. Unabhängigkeit bedeutet, hänge an niemandes Rotz. Ja. Das ist, wir fahren mal zu Blake. Blake, hast du einen Auftrag? Ja, du hast einen Auftrag. Spannen Sie die Hosenträger und katapultieren Sie sich ins Unbekannte. Oh yeah. Ich bin ein begeisterter Holzschnitzer, wissen Sie ja. Wissen Sie. Ja, geben Sie mir einen Beitel, ein Hohleisen und oder ein Knüpfel. Googelt das mal und schreibt es mir in die Kommentare, was das ist.
Und ich bin höchst zufrieden. Allerdings bin ich so eifrig, dass mir das Holz ausgegangen ist. Wir sollen die Holz liefern. Auch 5 Tonnen? 47 Tonnen. Das ist ordentlich. Da hast du erstmal gut zu schnitzen, würde ich mal sagen. Admiral auf der Brücke. Ich dachte jetzt so 5 Tonnen. Nein, gib mir gleich mal 47. What? Okay, ich bringe dir 47 Tonnen Holz. So, 47 Tonnen Holz, ab zu Black. Koordinaten eingezeichnet. So. Lol. Ach, der ist in der Mitte, wie lustig. Ist das du hier schon? Sie ein reines Gewissen. Ja, hab ich. Also, ich habe niemandem mehr was getan. So, beim fürs Wohngebäude. Brandgefahr bis 20%. Ach ja, wir haben 8 Feuerwehren. Das geht, glaube ich. Aufstandsgefahr plus 20%. Wir könnten uns das beides hier holen. Das bringt mir auch noch Redegabe, das hier. Das ist doch schön. Alles scheint in Ordnung. Wohnhäuser und Varieté und jetzt kosten wir 25% bei Quittung ist 10%. Okay. Wirtshäuser und Varieté. Ach so, für Unterhaltskosten. Gut. Das könnte ich mir eigentlich auch holen, sehr schön. Minus, aber ja doch, na, Wirtshäuser. Nee, da habe ich nur eins immer, das bringt mir nicht so viel. Kirche und Kapelle, minus 60%. Oh, das ist gut. Wie gesagt, ich habe halt nur gerade 87.000 plus 12. Jo. Ausführung zur Natur des Weiblichen. Okay. Interessant. Feminismusbuch, anders gesagt. Ein Feminismusbuch im 18. Jahrhundert. Das gibt mir 12 Zufriedenheit. Cool. Und ansonsten verstehe ich den Gag nicht. Ja, ja, hinter ist. Sie es als Vertrauensbeweis. Yay. Der König ihrer Rat schnüffelt herum, seit sie den Häftling beseitigt haben. Ich nehme also an, dass sie nicht diskret genug vorgegangen sind. Lassen Sie die Reise verschwinden, sonst werden wir beide für lange Zeit eingebuchtet. Aha. Er weiß also selbst, dass er das nicht darf? Sie haben mein Gewissen. Sie kommen ganz leicht davon. So, das war anscheinend ein Teil von der Kette, die wir mal vor Ewigkeiten angefangen haben. Holen Sie Treibgut. Oh, endlich. Bring dir erstmal deine Bretter vorbei. 47 Tonnen Bretter. Wird dir die abliefern? Sie haben es in vollen Zügen. Ja, danke sehr. Wo ist das Treibgut? Gönn dir. Gönn dir und bringst ihm dann vorbei und dann kann ich, dann kriege ich nochmal 6.000. Das heißt, dann habe ich an die 15.000. Ah. Jetzt kriege ich auf einmal einen Geldsprung. Cool. Haben begonnen, sie unseren Meister zu Renovierung nennen. Erhöht Attraktivität. Barken ist erheblich attraktiver geworden. Oh. Die Straßen und Boulevards zu verschönern, tragen erste für den Tourismus, die sehen die Fantasie der Bevölkerung, okay? Schnaps, Knappheit. Warum habe ich auf einmal keinen Schnaps mehr? Wir liegen Ihnen wirklich am Herzen, oder? Ja, so halbwegs. Solange ihr mir Geld bezahlt, liegt ihr mir am Herzen, ja. Sonst nicht. Sonst verfluche ich euch. Wenn ihr mir nichts bringt. So, dann... Ja, das Schiff ist gleich da, es ist doch sehr schön. Ach ja, es segelt gerade mit dem Wind. Das ist schön. Das ist, eigentlich müsste ich den Motor ausmachen, weil ich glaube, über den Wind ist es deutlich schneller. So. Sind unterwegs. Und dann können wir mal gucken, was uns die von 20.000 holen. Das Gottes Urteil vollstreckt.
Genau, sehe ich auch so. Produktivität 20%. Alle Eisenhütten und Schmieden. Attraktivität bis 20%. Das klingt gut. Schaden pro Schuss 10%. Rechtskunde Navigation. Merk mal, Pirat. Ich wäre ein Pirat. Na dann. 10% Schaden pro Schuss mit 25% weniger rum, wie ihr Schnaps und Sekt. Oh, das ist schön. Wie du das machst. Damenschneiderin. Schneiderei. Arbeiterhaus und Handwerkerhaus. Warnung zumindest Arbeitsalter von 8 Jahren. Und das soll mir Minuszufriedenheit bringen. Ich Ach wusste, dass so. Diese Crew sie nicht hängen lässt. Ach so, gut. Schön, die... Dass alle ab 8 arbeiten müssen. Bringt mir 15% mehr Arbeiter. 15% sind also... Und da sind also 8 bis 18. Interessant. Ein V und Seepferdchen. Oh, Seepferdchen sind süß. 15 Glaube und 10, nochmal 10 Kampfkraft für ein Krokodil. Yeah. Geil. So, einmal ausladen. Muss ich auch einmal abstellen. Ich kann dich eigentlich schon wieder wegschicken, nicht wahr? Eigentlich schon. Naja. Ich muss das jetzt dahin bringen. Auch noch eine Zweier, das heißt, da will ich erstmal gerne abwarten. Riesen hätten wir einen Schmieder und Schmieden. Alles scheint in Ordnung zu sein. Ja, das ist auch Eli. Darf's beruhigt sein. So, dann shoppen wir hier nochmal gerade ein bisschen. Das ist vielleicht ganz cool, aber ich wollte eher was haben, wo ich Unterhalt bekomme. Schneiderei, ich habe nicht mal eine Schneiderei, nicht wahr? Ich wette nicht. Das ist die zu teuer. Komm, nehmen wir das hier. Wir Eisenhütten und Schmieden. Wie kommen Sie darauf, dass ich Ihnen vertraue? Vielleicht, weil ich dir gerade geholfen habe und sowas? Ist für meine Unterlagen. Ja, dann nimm du dir mal die für deine Unterlagen. Ich beobachte sie auf Schritt und Tritt. Was soll ich mal mitnehmen? Nimm mal ein bisschen Zink mit. 12.500, schön. Upsala, für 10 kann ich den mitnehmen. Na, das ist schon zu viel. 16 kann ich mitnehmen. Schön, dann nehmen wir mal 6 Zink mit. Einfach weil wir es können. Weil wir damit vielleicht noch unsere Warenkammer ein bisschen erweitern können. Die Sache gab es zumindest bei 17.1, wenn du da es irgendwie geschafft hast, bei Siedlern schon irgendwie Parfum oder sowas dran zu schaffen, dann hast du direkt dein Warenlager bis Kaufleute erweitert. Das war nämlich ganz lustig. Ja, ich liebe immer noch hier mein Riesengetreidefeld. Aber dafür haben wir jetzt immerhin mal genug Bier. Das ist schon mal höchst wichtig. Sonst würde man nämlich so hart ins Minus rutschen. Wahrscheinlich minus 10.000 oder sowas. So. Gut. Dann hätten wir das. Und dann können wir jetzt... So viele gleichgesinnte Seelen. Nähmaschinen und Pilzmäntel uns mal im nächsten Part, glaube ich, drum kümmern. Jetzt könnten wir uns vielleicht hierum gerade kümmern, dass wir den Weg hier ein bisschen abseits hinstellen, beziehungsweise wir könnten ihn noch komplett abreißen. Dann können wir nämlich hier den Zoo hinbauen, der wird mich aber dann wieder ordentlich was kosten, nicht wahr? Gut, das heißt, wir beschaffen uns am besten erstmal noch ein bisschen Geld, würde ich sagen. Wir verscherbeln mal ein bisschen was.
Was kann man denn so schönes verscherbeln? Verkaufspreis. So, Bier für 260. Schön. 260. Das klingt doch nach was. Danach das Glas für 180. Das ist, wir verscherben erstmal ein bisschen Bier. So, 84 Bier, das... Steuermann! Das ist sehr gut. Oder bietet ihr mir noch ein bisschen... Ach, mit hier könnte ich so noch nicht handeln. Mit variablen Schablonen. Oh ja, ja, nimm mich! Wir erkunden zusammen ferne Länder. Du, du nimmst... Nee, du... verkaufst Hochräder, lustig. Hochräder, lol. Bierfest, Du bist ja auch schon längst zu Ingenieuren aufgestiegen. Du bist mit einem... Ach, du Ewige. Du hast ja einen winzigen Zoo hier. Jo, mein. Du bist natürlich schon längst zu Ingenieuren aufgestiegen. Wunderst dich, warum ich das noch nicht bin? Wahrscheinlich. Ja, ich habe jetzt immer andere Prioritäten. Ach, das ist eine Schneiderei. Ach so, die steht doch daher. Eine lustige Flagge. Gut, du nimmst also Bier. Oder, ja, du verkaufst Bier. Was machst du? Es ist nie leicht, sich zu entscheiden. Wenn Sie einen Rat wünschen, hören Sie einfach auf Ihr Bauchgefühl. Genau. Du, ach, lustig, du nimmst tatsächlich Hochräder. Du, nee, du verkaufst Hochräder für 698. Und verkauf, und dann könnte ich sie hier oben wieder verkaufen. Ich habe gerade meine Schmetterlinge katalogisiert. 1700, das lohnt sich, würde ich mal sagen. So, 6 Zink. Ist das Zink? Das Zink ist despawned, wie es aussieht. Lustig. Ach nee, da ist Zink. Ah, lustig. Gut, das ist, wir fahren mal zu ihm hier nach unten. Steuermann? Holen uns da ein paar Hochräder. Hier stehen ja viele Leute am Arbeiten. Wenn Menschen frei sind, arbeiten sie besser. Okay. Ist das wirklich so? Wäre eine interessante Sache. Du hast Investoren. Natürlich, Investorenhaus. Mit Öl und alledem. Ich gammel hier immer noch mit meinen paar Handwerkern rum. Ey, immerhin habe ich Fleischkonserven. So weit war ich bisher noch nicht. So weit war ich bisher noch nie. Dass ich Fleischkonserven habe. Ich habe Fleischkonserven. Erwarten neue Horizonte. Und alles mit dem Siegel. Lass nicht mehr Platz. So, 200. Erkennung ist gewiss. Danke sehr. Eieiei, jetzt habe ich auf einen Schlag 50.000 bekommen. Ja, moin, nicht wahr? Kann ich ja hier eigentlich wen hinschicken. Damit ich mal hier ein paar Items würfeln kann. So, meine beiden kleinen Schiffe, dann könnte ich 4 Items würfeln. So, und dann würden wir am nächsten Part jetzt mit den Nähmaschinen weitermachen. Die können wir ja einfach... hier hinten auch noch dran setzen. Dafür brauchen wir nämlich nur noch Nähmaschinenfabriken und schon hätten wir's. Aber der eine schon verdammt teuer ist. Ja. Sollten wir es wohl erstmal nicht machen. Ach du Heilige, haben wir hier viele Items. Wirtshäuser Reichweite 12%. Das ist unrichtig. Dafür stelle ich mir kein Rathaus auf und bezahle 50 mehr. Dann hätte ich mich schon minus.
keine Unterhaltskosten mehr für die Kirche. Das klingt nach was. Dadurch würde mir 50 erspart bleiben. Wow. Eisenhütten und Schmieden. Eisenhütten und Schmieden. Wird nicht ab genau das Falsche gekauft? Was sind denn Eisenhütten und Schmieden, bitteschön? Das sind Konserven. Das sind Stahlwerke, das sind Eisenminen. Brauchen aber Eisenhütten und Schmieden. Okay, lol. Konservenverarbeiterin. Ach, die Konservenfabrik verbraucht. Konservenfabrik braucht 20% weniger Arbeiter. Gut. Das heißt, wir setzen die Handelskammer mal kurz ein bisschen um. Nämlich irgendwo am besten hier hin. Das heißt, wir setzen die Geschichte hier um. Versetzen den Weg. Setzen das einmal nach hier, dem Blueprint. Und verlegen den Weg. Und dann können wir das hier abreißen. Hier ein Stückchen Pflasterstraße hinlegen. Und dann die Handelskammer genau hier hinsetzen. Ah, da haben wir sogar noch die Eisenmine mit drin. Das ist doch gut. So. Wie viel kostet so eine Handelskammer? 50 auch wieder. Das wird uns auch wieder ins Minus ziehen. Ich glaube, das ist nicht nötig im Moment. So. Sprech Eisenhütten und Schmieden. Bringt mir exakten Scheiß. Oder wie sehe ich das hier? Na, ja, wir bauen die mal, würde ich sagen. Und dann können wir... Ach ja, Verwaltung. Das ist cool. Jetzt sind wir im Verwaltungsangestellten durch. Es ist auf einmal auf 300 hochgegangen. Unterhaltskosten minus 3% auf allen Gebäuden, auf allen Inseln. Sie haben das ist Einfluss gewonnen. Extrem. Dadurch, dass hier jetzt Angriffspakt wurde sehr geil. Dadurch habe ich jetzt hier ein bisschen was bekommen. Stahlwerkkanonengießerei und Geschützfabrik. Die haben wir hier nicht. Schön, nicht wahr? Ach, sehr gut. Das ist aber auch hier eine Eisenhütte, wie es aussieht. Sehr gut. Schmiede ist dann wahrscheinlich das Stahlwerk hier oder sowas. Und dann noch die Konserven. So, haben wir kurz die Konserven. Dadurch kriege ich ein paar mehr Arbeiter. Hier erhöhe ich die Produktivität und stärke die Attraktivität. Genau. Den Stahlwerk, Geschützfabrik, Kanonengießerei, den würde ich hier nach drüben setzen, würde ich ehrlich gesagt sagen. Die würde ich dann alle hier rüber setzen und dann könnte ich mir, und dann könnte ich hier noch eine Handelskammer hinsetzen und dann hätte ich hier, die dann hätte ich, so, hier auch noch ein bisschen mehr. Warum schiebe ich das nicht nach hier? So, und dann verlegen wir nochmal das hier. Ja, ich weiß, ich kann mal wieder nicht aufhören. So. 300 Holz haben wir jetzt inzwischen. Das ist doch genug, würde ich mal sagen. Fürs Erste. Was haben wir hier? Industrielle Hippe. Holzwerkkühlerei und Jagdhütte. Plus 20% Walddichte, plus 10% verringert die Anzahl zum Erreichen einer optimalen Produktivität notwendig sind. Okay, lustig. So, stuf das mal hoch. Gut, und dann würden wir jetzt hier Bewegungsgeschwindigkeit 5%. Das ist cool. Das können wir, solange wie wir hier auf keiner Expedition sind, mal machen. Sind Sie hier, um einen alten Mann zu belehren? Heilige Scheiße. Okay. Dafür ist nichts mehr Platz. Danach ist kein Platz mehr, meinst du wohl. So, das heißt, das ist ein bisschen viel.
Wir können 34.000 ausgeben, um das dann hier zum deutlich höheren Preis zu verkaufen. Ich freue mich so sehr über deinen Besuch. Sind aber nur noch 40. Gut, dann kaufen wir halt nur noch 40, beziehungsweise da kommt gerade noch ein Schiff von ihr. Ich habe keinen Bock, auf ein paar Hochrädern sitzen zu bleiben. Ich werde direkt hochfahren und die hier verkaufen. Mal kurz drauf warten, dass das Schiff hier wegfährt. Fährt das hier weg? Jetzt fährt es hier weg. Genau, 40 Hochräder, sehr gut. Dann holen wir uns halt 40 Hochräder. Um über ihre Heldentaten zu schwadronieren? Ja, könnte ich machen. Unser Handelsbund bedeutet mir viel. Schön, mir auch. Bedeutet mir nämlich, dass ich das jetzt so fast 1000 Münzen pro Ladung mehr verkaufen kann wieder. Oder? Dass sie mal noch 600 irgendwas. Natürlich kann ich sie hören. Was sagten sie noch gleich? 700? Hier sind es 1700. Ich habe gerade meine Schmetterlinge katalogisiert. 1746 und da sind es 698. Also das lohnt sich, würde ich sagen. Damit wir die Sache nicht verpassen, machen wir es hier gerade nochmal. Sprich, wir warten hier darauf, dass das Schiff hier sich begnügt, mal rüberzukommen. Hier am Rand der Karte gibt es noch eine Insel. Ach du Heilige. Hier stehen gerade zwei Häuser. Wow, zwei Häuser und eine Jagdhütte. Frei zu sein. Ja, passt nicht drauf, oder wie? Lol. So, dann können wir hier auch gleich nochmal würfeln, wenn das Schiff drüben ist. Oder wir würfeln einfach beim nächsten Mal. Wir warten. Oder wir gucken hier gerade mal, was es hier so Schönes gibt. Mit Abschaum zu arbeiten. Im Moment. Sich aber nur vor Gott und der Königin zu verantworten. Wie viele können das schon von sich behaupten? Abschaum ist relativ. Man kann jeden als Abschaum bezeichnen. Nur das letzte können auch Politiker können das, nicht wahr? Die bezeichnen auch die Bevölkerung als Abschaum und dann ist es fertig. Souvenirverkäufer und beeinflusst Besucher. Jo. 25%. Oh, 25% minus Unterhalt. Das ist bei 400 schon eine Menge. Und wir haben ja 20%. Episch. Die wollen die Freiassen. Kartoffelhöfe und Hopfenplantage. Extra Schnaps. Aktivität plus 40%. Eieiei. Ladegeschwindigkeit plus 15%. Und 30% Produktivität minus 60% Arbeitskräfte vor sich. 97.000. Heilige Scheiße. Ich meine, das bekommen wir hoffentlich gleich raus, aber ja. Über Geschmack lässt sich nicht streiten. Doch. Ja, 25% an Unterhaltskosten. Das ist schon einiges. Das verringert es dann mal so auf 350 oder sowas. So, da sind wir. Einmal durch die ganze Inselwelt geschippert. Schön im Gegenwind. Ich freue mich so sehr über deinen Besuch. So, 69.000. Ja, ganz schön was eingehandelt. 20.000 mehr. Das hat sich gelohnt, würde ich sagen. Mal kurz so 20.000 Profit gemacht. Da wir uns um die Spritkosten nicht kümmern müssen. Darauf, dass ich Ihnen vertraue. So, 93.000. Damit können wir uns sogar fast die hier holen. 268.000, heilige Scheiße. Dann würde ich sagen, nehmen wir uns die hier. Dennoch würfeln wir nochmal, nicht wahr? Ja, danach würfeln wir nochmal. Das hier natürlich auch nett ist. Für mein Linienschiff, wir nehmen das hier auch nochmal. Ja, genau. Und dann würfeln wir nochmal. So. Parkplätze. 40%. Ach du Heilige. Das ist attraktiv. Lass ich nur mal kurz an das Geld kommen. Kaufsberater. Studio für Männer. Yay. Tierhilfe 10%.
Ja gut. Ah, hier habe ich ein Zusatzeinkommen von 5. Das ist schön. Prior der Bourgeoisie. Den nehmen wir mal. Beziehungsweise eigentlich würde ich gerne die hier nehmen. Mach nämlich meinen... Beziehungsweise eigentlich brauche ich meinen Marktplatz nicht zu erweitern, aber Attraktivität ist cool. Aber naja, wir haben das Zusatzeinkommen. Wir helfen, wo wir können. Und dann können wir uns hier nochmal... 10.000 für erneutes Würfeln. Ah, cool. Das heißt, wir nehmen uns nochmal den hier, würde ich sagen, nicht wahr? Oh, könnte man... Ja, plus 10% für Tierhöfe, den nehmen wir nochmal. Und dann verschwinden wir wieder. Danke sehr. Die Waffenruhe wurde beendet. So. Gut, weil die Tierhöfe haben wir... Oh, geil. Ich habe mir da anscheinend ordentlich was verkauft. Und dadurch bin ich jetzt hart im Minus. Hart am hart sein. So, Tierhöfe. Haben wir hier unsere Handelskammer? Wir haben hier noch keine Handelskammer, ernsthaft? Okay, lol. Das heißt, wir würden dann hier eine Handelskammer irgendwo so... Ach doch, da haben wir eine Handelskammer. Die dürfen sich nicht überschneiden, nicht wahr? Hier können wir sehr gut eine hinsetzen, aber nämlich die, die und die mit drin. Und die haben dann alle 10% plus. Das ist lohnenswert, würde ich sagen. 2500 Geld. Gut, ich würde sagen, bevor das hier zum 40-Minuten-Part wird, machen wir jetzt mal gleich Schluss. Ich belade hier noch schnell das Schiff wieder mit. Mit was denn diesmal? Gute Frage. Ich habe vergessen, Felle reinzustellen. Naja, Felle habe ich ja aber sowieso hier. Wir laden hier, würde ich sagen, noch mal ein bisschen Roheisen, Stahl drauf. So, Stahl und Stahlträger. Ach so. Schippern das noch mal rüber. Zu gemeinsam sind wir so viel stärker. Nein, ich habe keinen Bock auf Krieg. Apropos, wir können hier nochmal gerade einschleimen und danach machen wir wohl wirklich Schluss. Ich sollte mich wohl bedanken. Wie esoterisch. Danke sehr, leicht eingeschränkt. 40.000? Oh. Unwahrscheinlich. Und dann will er dafür eine horrende Summe und dann verkacke ich. Absolut sicher. Yay. Dann sind wir auf 100, aber nur auf Handelsrechte. Das ist mir wichtig. Mit dem könnte ich vielleicht in eine Allianz gehen. Wahrscheinlich. Fast hätte ich gelächelt. Yay. So. Wahrscheinlich. Elegant. Fuck. Ich habe Wichtigeres im Kopf als Rüsch. Naja, auch egal. So, dann würde ich sagen, ich verkaufe das hier nochmal und dann beende ich die Aufnahmesession. Also, bis zum nächsten Mal, in der nächsten Aufnahmesession. Und tschüssi.